Okay, wir machen jetzt fette Granaten-Action. Hab ich jetzt schon geanpinnt? Ich weiß es nicht. Achtung! Weg hier! Wo ist sie? Die ist in der Luft, die ist in der Luft! Wo wirfst du denn hin? Fuck, Digga! Bist du tot? Hallo und herzlich willkommen zu DayZ Part Nummer 9. Am Anfang, das hat jetzt nichts mehr mit dem hier zu tun. Das war einfach ein lustiger Fail, den wir nochmal zeigen wollten, der uns da unterlaufen ist. Und das Wesentliche, was in dieser Folge passiert ist, nochmal kurz um zusammenzufassen. Wir sind jetzt in Porovo und dort haben wir zwei feindliche Spieler getroffen. Und wie das Ganze ausgegangen ist und wie sich das entwickelt hat, das seht ihr jetzt hier. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Part. Macht's gut, ciao. Ja, Jan, da hat jemand einen Gang eingelegt. Hörst du das? Nein. Hey, dude, hey, I'm friendly. Dude, I won't kill you. Hey, I got nothing. Hi. I'm just searching for loot. I got an MP5, but no ammunition. Der ist Deutscher, Frank. Ja, Deutsch. Hi. Was hat der für eine... Ja, alles gut. Ich reagiere auch meistens so. Was hat der für ein Equip? Ach, der hat nur eine Axt in der Hand und Milli... Also bei uns ist jemand. Ja, ich... Die meisten schon. Warte mal. Da hinten, die war ich noch nicht. Ich guck mal. Warte, wir kommen gleich wieder. You were moved. User joined your channel. Hörst du das auch? Ja. Der legt dir einen Gang ein. Unser Auto wahrscheinlich eher weniger. Wir sitzen im Auto drin, wir können da hinlaufen. Warte, wenn er das nächste Mal schaltet. Das Auto ist irgendwo hinter uns, oder? Rechts von uns. Ich gehe links um die Scheune und du gehst rechts rum. Und nicht direkt schießen, Jan. Erstmal. Nimm auf. Oder nimm die letzten 9 Minuten auf, wenn gleich was passiert. Das hört man übelst. Game. Aber keine Steps gehört. Nur Gang eingelegt. Wollen wir raus? Rush. Ja. Wir haben auf 3. Du zuerst. Komm mit. Alle beide. 3, 2, 1, go. Wohin? Ich weiß nicht, den Typen versucht zu finden. Der braucht überhaupt kein Auto. Komm mal hier über den Zaun. Ich flüchte die Straße entlang. Geh hier hoch mal. Vielleicht oben in der Scheune war irgendwo ein Auto oder so. Hat sich auch so angehört, als ob da was wäre. Da läuft einer! Wo? Wo denn? Hier. In dem orangen Haus drinne, komm. Ich deck den Hinterausgang. Hello, dude! Answer, you die! Answer! Hands dude. Up! Press F2 and come out. Hands up! We don't kill you! Wo ist der in dem orangen Haus? Nee, der ist gerade hier hergelaufen bei der Mauer vor uns. Nicht da reingehen. Da läuft er, warte. Hier. Hands up! Hands up! Lost warning! Der ist getroffen, der wurde getroffen. Der läuft hierher. Lag gerade nach, hat nur noch einen Schuss.
Nimm dann die 9 Minuten auf. Und wir helfen ihm vielleicht, warte. Dude, hands up! Er ist tot. We let your life. It was your own mistake. Hands up. We said hands up. Sorry, robot. Der lebt noch. Nimm dir mal die Sachen ab. Ich gebe dir Epinephrin. Check Puls. Ist blutet, der? Der ist tot, Jan. Echt? Achso, ja, gut. Wir haben alles von ihm zerschossen. Junge, der hat nicht die Hände hochgemacht. Wir haben den gesagt, er soll seine scheiß Hände hochmachen. Hatte der eine Waffe? Der hat einen Shotgun, aber ohne Munition, oder? Ne, der hatte sogar Munition geladen, Junge, haben wir Glück gehabt. Alles von dem ist kaputt. Ich habe auch gerade zwei Magazine auf den geballert. Ich habe noch hier was zu essen, das ist noch was zu trinken. Ich habe auch ein Magazin reingeschossen in den Typen. Alter, was zur Hölle? Oh, Junge, lass hier weg. Ich brauche Munition, Alter. Nein, die ist kaputt von dem. Ja, aber jetzt hoch zur Scheune, wir wissen, ob da irgendwie was ist. Wir haben es geleftet vom Server. Komm mal hoch zur Scheune, wir wissen, ob da was ist. Ich hab auch mal ein ganzes Magazin in den Typen reingeballert. Aber ich hab halt, wir haben halt oft genug gesagt, dass der die Hände hochmacht. Ja, der ist selbst schuld. Ich such das Auto, das war dein Abschuss, oder? Ich glaub schon, ja, ich hab den ja durchsieht. Ich stand 2 Meter vor dem und hatte eine Kugel durchsieht. Ich such grad das Viech, was der da irgendwie vielleicht. Ich gerade hochgetrimmt, oder? Ja, dass der gescheitert hat. Ich sehe leider kein Auto. Ja, ich habe jetzt aber übelst viel Munition in dem verballert, Mann. Ich habe noch ein Magazin mit NATO-Rounds. Wo bist du? Komm, wir gehen die Straße weiter runter. Ich sehe leider nichts mehr. Boah, Junge, der ist einfach so down, der Typ. Aber besser, wir verschießen unsere ganze Munition, als nachher zu sterben. Ja. Tim, wo bist du? Ich bin bei der Scheune hier. Der, der Spencer ist irgendwo an der Küste oder so. Okay. Ich bin da, wo der Spieler liegt. Hatte der vielleicht einen Freund? Weiß es nicht. Wir haben zu dem gesagt, der soll artig sein und sich ergeben. Er hat es nicht. Ich hätte ihn ja weniger durchballert, aber der hatte eine Shotgun. Ich wusste nicht genau, was der für eine Waffe hatte. Deswegen habe ich einfach in den reingesprayt. Lol, da schießt jemand. Ich sehe den, warte. Getroffen. Du musst ihn töten. Ja, ja. Getroffen, der stirbt jetzt. Der ist am Boden. Wo ist der? Oh, mein zweiter Abschuss! Oh. Wo ist der? Liegt da vorne. Was ist ein Wichser, der hat auf mich geballert. Hat er dich getroffen? Nee, hat er nicht, aber ich hab mich übelst erschreckt. Boah, du hast das gemacht und ich ja, nice. Hier liegt er. Sorry, Bro, but your friend won't hear it. Was ein Hurensohn. We can help you. Ich nehme mal die Standards. Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Was habe ich dem zerschossen? Dann nehmen wir alles. Oh, der hat's. Ich nehme die ganzen Standards erstmal von dem. Gut gemacht, du hast ihn gekillt. Don't respawn. We can help you. Wir müssen ihn schnell machen. Ich nehme erstmal die Handschuhe von dem, ich brauche welche. Ich gebe dir eine Epinephrin. Nimm dir erst die Waffe ab. Ja, mach du das. Hab ich. Du, nimm die M4 auf den Rücken, schnell. Nimm die M4 auf den Rücken. Was für eine M4? Die hat er in der Hand. Ich kann dir Waffen. Nee. Don't shoot, hands up, hands up, wieder. Hands up, F2.
F2. We banded you. Hands up. Hands up. Fuck. Yes. Yes. Okay. Drop your M4 and hands up. Hands up. I kill you directly if you do anything. Hast du Duct Tape? Wir nehmen an, du bist Deutscher. Kannst auch reden. Bist du alleine? Also wir hören dich nicht. Dein Mund bewegt sich, aber wir hören dich nicht. Ich nehme erstmal deine M4, die gebe ich dir aber gleich wieder, wenn sich. Kannst du den mit Ducktail verbinden? Ich bewache den. Hast du Ducktail? Ich hab Ropes, warte. Was will denn damit? Was hat denn der Schönes? Ja, nimm die 9 Minuten jetzt auf, komm. Ja. Schreiben, kannst du nicht schreiben? Also wir wollten dir wirklich nicht wehtun, aber du hast geschossen. Und ich glaube, der Typ, den wir eben umgelegt haben, war dein Freund. Dem haben wir auch gesagt, ich soll die Hände hochnehmen, aber leider hat er nicht gehört. Deshalb, ja. Also wir verstehen, dass du so gehandelt hast. Also wir töten dich auf jeden Fall nicht. Wir lassen dich auch gleich wieder frei, wenn du mit uns kommunizierst. Ansonsten lassen wir den da liegen. Hast du irgendwelche Freunde hier noch, oder war das dein einziger Freund? Oder warst du überhaupt mit dem verbündet? Ach so, okay, also du kanntest den nicht. Hörst du den? Nee, der schreibt da unten. Okay, wo wolltest du hin? Nimmst du auf? Ja, ich habe aufgenommen. Auch die letzten 9 Minuten? Ja, die habe ich auch aufgenommen. Liegt da noch in der Waffe am Boden? Ja, die SVD von dem. Okay, kein Problem. Schreiben geht ja auch. Lootet immer gerade. Ja, ja, ich loote. Also wir nehmen den nicht zuerst und trinken mit, weil das brauchst du ja noch. Ich weiß nicht. Waffen. Ich nehme den die SVD auf jeden Fall ab. Nicht, dass wir uns nachher noch abknallen. Okay. Was für Munition kommt in die SVD? Diese fette, ne? Ja. Wenn du was zu fahren willst, oben im Wald, also du kannst aus Robo raus und da siehst du oben so einen Wald, Richtung Cabanino, da steht ein Auto im Wald, das wollten wir eben fahren, geht nur leider nicht, das hängt irgendwo im Baum fest, also kannst du ja dein Glück probieren. Läufst auch in die entgegengesetzte Richtung, wo wir hin wollen, also hast du uns auch keine Probleme mehr. Bevor du den freilässt, warte noch kurz, ich will noch kurz... Soll ich dir die M4 wiedergeben oder nicht? Kannst du dir aussuchen, das ist jetzt deine M4. Wir sagen dem jetzt, er kann sich eine Waffe aussuchen von den beiden. Warte, wie viel hat er für die SVD, wie viel Munition? Ist das überhaupt... Ach ja. Ich habe die SVD von dem abgenommen, die habe ich jetzt am Rücken. Sag du das mal. Er kann sich eine Waffe aussuchen, die du mit... die wir dem geben. Nein, der sucht sich gar nicht, der hat auf uns geballert. Wieso? Der hat noch seine Glock, der kann sich jetzt seine eigene nehmen. Ich nehme die SVD von dem, jetzt hätte ich wieder selbst behalten. Die Admins sind wir nicht. Warum sollten wir? Was hat er geschrieben? Ob wir die Admins sind. Da kann ich wieder zum FG gehen und sich neu equippen, ganz ehrlich. Willst du das Standardsmagazin für deine M4, die hat er noch? Ansonsten würde ich mich jetzt gerne hier verpissen. Der hat noch ein AK-101 Magazin, was kaputt ist. Ja, das brauche ich nicht. Hat der Munition für die M4 noch? Ja, der hat noch hier. Oh, Junge, Hilfe. Die ist ruiniert, die Munition. 9mm nehme ich mir noch mit. Guck gerade mal in dem Small Protector Case von dem, warte. Bewacht den mal, ich leg meinen AK gerade mal hier hin.
Wie machen wir das, wenn wir den freilassen? Warte. Das Protector Case ist irgendwie ruined. Wir lassen dich auf jeden Fall, also wir töten dich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das. Also mein Mate ist dafür, dass wir dir keine Waffe zurückgeben. Ich find's nur ein bisschen unfair, weil du hast, wie ich sehe, nur eine M4 und eine SVD und auch keine Kleinkaliber. Ich weiß nicht, was du im Small Protector Case drin hast. Das kann er einfach behalten. Soll ich mal gucken? Warte. Ja. Achso, der hat noch scheiße ganz viel Munition. Für was? Für die M4 und so. Ja, nimm die am besten raus, ich brauch die. Nimm mal ein Päckchen. Also, jetzt lassen wir. Wie wollen wir das machen? Wie wollen wir den freilassen? Warte. Ja, also, wir hätten dir auch überhaupt nichts angetan, nur leider hast du zuerst geschossen. Aber du kannst von Glück reden, dass wir dich auch zurückgeholt haben. Also wir sind eigentlich keine Bandits, aber... Ich glaube, also die M4 behalte ich erstmal, ist hoffentlich kein Problem für dich, da hast du wie gesagt den Kürzeren gezogen. Und die Munition dafür habe ich auch mitgenommen. Die SVD kann mein Kumpel hier entscheiden, ob er die auch behält oder zurückgibt. Ich finde es ein bisschen unfair, hier ohne Waffe rumzulaufen. Hat er eine Glock? Der hat eine Glock. Warte, eine Glock. Die habe ich auf den Boden gelegt. Die Glock liegt da vor dem auf dem Boden. Achso, du hast noch eine Glock, die ich gerade sehe. Also wir befreien dich jetzt und dann... Gehst du bitte die Straße... Nee, am besten hinten in den Wald einfach. Hinten in den Wald, geradeaus in den Wald am besten. Aber nicht in die Stadt, dann, da kann er sich hinter Häusern verstecken. In den Wald. Wo du hinguckst in den Wald. Nee, warte. Mein Kumpel erklärt das gerade, der will irgendwas mit. Du rennst einfach, wo wir jetzt hingucken, in den Wald da hinten. Da kannst du dich nicht hinter irgendwelchen Häusern verstecken oder doch mal anfangen zu ballern. Und dann rennen wir auch weg. Also einfach hier in den Wald drin, wo wir hingucken. Hast du ein Messer oder sowas? Ja. Mach dir mal auf. Warte. Hast du die Waffe in der Hand? Ja. So, zeig kurz mal dahin. Was ist denn jetzt los? Ja? Ach ja, du hast. Okay, ja, ich geb dir gerade noch Morphine. Du hast noch Morphine im Rucksack, kannst du es mir droppen? Ich geb dir das. Ich hab was. Nee, mein Kumpel hat schon, warte, er gibt dir was. Das war jetzt mal heftig. Also du nimmst, hast du es gerade aufgenommen? Also nimmst du immer noch auf? Ich kann jetzt nochmal aufnehmen. Ach, alles wieder okay? Alles wieder okay? Okay. Schönen Tag und viel Glück. Lauf dich doch wieder in unsere Richtung. Und viel Spaß. Tschüss. Wie gesagt, oben im Wald ist noch ein Auto. Also wenn du gleich dahin laufen willst, nördlich von Rogovo ist ein Auto. Kannst du... Der ist voll fahrtüchtig. Tschüss. Junge.